Aber hier? Glaubt rein? Nein? Muss irgendwo eine Tür sein. Da. Da, da geht's rein. An old generator had been connected to the power cable. Ja, also. Starten. 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 Okay. Hui, was jetzt? Let there be light. Power up the generator. Das hört sich aber nach zwei Erfolgen an. Oder irre ich mich jetzt da? Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Danke, aber jetzt habe ich euch nicht zugehört. Mist. Hätte erstmal alles erkunden sollen. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Okay. Es ist einfach nur dunkel, oder wie? Das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit da gestanden, bis die Sonne untergeht. Kann man? Kann man? Return to Alice. Da geht's irgendwie runter, aber da ist auch nichts zum Einsammeln. Das heißt, wir kommen da, glaube ich, sowieso nicht hin, bevor wir nicht in der Hütte waren. Es gibt einen Umweg. Hier müssten wir jetzt rein. Aber wir können ja mal ganz kurz schauen, ob wir vielleicht um die Hütte rumlaufen und ob hier hinter den Fässern irgendwie nochmal was ist. Ne, hier ist nur ein Zaun. Ja. Kommen da nicht drauf auf die Terrasse, wenn wir nicht ins Haus reingegangen sind. Also das heißt, wir kommen jetzt eh nicht drum rum. War eine geile Hütte. Alice? Honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Was, du kennst Thomas Zane nicht? Wirklich? Ellen. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. A surprise? Mhm. Jetzt meine Thermoskanne aufheben. Ist das alles Rost oder wie? Was? Ich bin ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden, der Ofen. Ich möchte trotzdem, bevor ich nach oben gehe und meinen Surprise mir abhole, erstmal schauen, ob es hier noch was gibt. Turn on. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones, caller. You're on KBFFM. Hi Pat, it's Rose. Why, hello Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Maine on KBFFM, and now some music. Great. So much for keeping a low profile. Tja. Und seine Reaktion war einfach gerade super auf Rose. So, ich habe ihn gesehen und er so, oh mein Gott, nicht schon wieder, können mich Leute nicht einfach in Ruhe lassen. The water was black. I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. Ja, so geht's mir übrigens auch. Also, ich kann absolut nicht mit so Wasser, halt, was einfach so dunkel und so, ja, so ich weiß nicht, also ich habe mit Wasser so ein Thema. Auch wenn ich aufs Meer hinausschaue oder mir einfach die Frage stelle, was ist alles so in diesem Wasser da drin? Was könnte da alles so dann rumkräuchen und fleuchen? Das ist halt... Es ist wie so ein kleiner Albtraum, den ich mal hatte. Da habe ich irgendwie geträumt, dass irgendwas unter mir ist. Ja, gleich. Und ich kam aus dem Wasser nicht raus und irgendwas war unter mir und ich konnte halt nirgendwo hin. Und das ist halt das Schlimme an diesem Wasserthema. Du kannst halt nirgends hin. Es kann was von links, rechts, hinten, vorne, unten kommen. Du kannst einfach nicht ausweichen. Es ist einfach echt, boah, nee, nicht meins. Ja, ich komme ja schon. Kleiner Umblick, Alice, kleiner Umblick. Oh. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make.
I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice! You... Everyone keeps... Hey, hey, hey! Just hear me out! There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe so now you want to get me committed? No! It's not like that! That's not... Alan? Alan? I don't! Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! What the... God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. War das gerade für eine Arschloch-Aktion? Er hat die gerade voll weggetackelt. Lauf, Ellen, lauf! Was ist denn jetzt los? Die Vögel oder was? Birdleg Cabin, aha, aha, aha. Ich komme ja schon. Doch, 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 ich komme, ich komme. Und da war die schwarze Frau im Schatten, das habe ich genau gesehen während der Unterhaltung. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Wie schlimm muss das gerade für Alice gewesen sein? Sie hat Angst vor der Dunkelheit und ist dann in diesem dunklen See da irgendwie verschwunden. Was? Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Das smug face ist wohl das geringste deiner Probleme. Du hast gerade in der Unterhaltung deine Frau weggetackelt. War irgendwie nicht so cool. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Gut, wir müssen durch den Wald, um zu der Tankstelle zu kommen. Habe ich jetzt überhaupt noch eine Waffe? Nein, ich habe gar nichts mehr. Ja, so viel dazu. Alles geht. Bisschen die Türen ausbeulen, dann ist das Auto wie neu. Ich mag gerade die Tatsache nicht, dass ich keine Taschenlampe habe und auch keine Waffe. Gar nichts. Also ich habe wirklich überhaupt nichts gerade im Inventar. Hello? Dinge, die man nur in Horrorfilmen tut. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist jemand da? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. War das jetzt foreshadowing oder wie? So, was haben wir hier? Title page of the manuscript und Wake attacked by a shadowy murderer. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us.
but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Ich liebe das Spiel. Es liest für mich vor. Find this page in Nightmare Difficult Mode. Ah, okay, das war das. Man kann manche Seiten nur im Nightmare-Modus finden. Departure by Alan Wake. Ja. Gut. Dann haben sie jetzt wahrscheinlich angekündigt, was gleich passiert, oder? You have found the manuscript page, bla bla bla. In dem Manuskript wurde er von einem Axtmörder verfolgt. Ich hoffe mal, dass das jetzt uns erspart bleibt. Und ich laufe nur durch den Wald, weil ich nach Thermoskannen Ausschau halte. Aber es scheinen hier keine zu sein. Was? Wo? Wann? Wer? Alan. Du schreibst solche Bücher. Du musst doch wohl wissen, dass man da nicht einfach irgendwelchen Leuten hinterher ruft. Vor allem nicht in so einem nebligen, düsteren Wald. Oh, da ist eine Hütte. Checkpoint reached. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Was haben wir jetzt hier? Ein Helm kann bestimmt nicht schaden, oder? Und hier sind Bäume umgefallen und die haben den Zaun da gerade kaputt gemacht. Okay. Ich weiß doch gar nicht, wie das ist, wenn man halt voll in die Dunkelheit reinrennt, aber ich glaube, das macht nichts. Das Element ist wahrscheinlich bei den Gegnern am wichtigsten, dass man halt der Schatten, der auf ihnen lastet, halt irgendwie mit dem Licht wegbekommt. So, Caution. Oha. Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Deposit. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Nightfall! Oh, hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation. Deposit required. Fair and square. Ah! Warte mal, hä? Wer ist das denn da unten? Hier irgend so ein random Dude. Wir haben jetzt Carl Stucky, der uns den Schlüssel geben wollte am Anfang. Und der scheint auch von der Dunkelheit jetzt besessen zu sein. Und in aller Fairness, ich meine, wenn Charaktere immer rufen, so von wegen, hey, ist da jemand? Und die sich in so einer richtig üblen Horrorgeschichte befinden, die wissen das ja meistens gar nicht, dass sie in einer Horrorgeschichte sich befinden. Von daher lassen wir das dem Alan mal durchgehen. Gott. Kann ja bloß wieder böse werden. Manuscript Page. Immer so frei. The taking stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Okay. Oh, Thermoskanne. Ah. Hey Karl, wo bist du? Mhm. Band Square, passt. Du, ich gehe da noch einfach mal wieder und du kannst da weiter an deinen Leuten rumhacken. Ich möchte dir nicht vorschreiben, wie du deine
Kunden zu behandeln hast. Ey du, ich will hier einfach nur raus, ne? Also... Shit, ja shit. Lauf, Alan, lauf, 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 lauf. Rein da. Second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Yes, Johnny. Ganz bekannte Szene. So, ist das hier? Batterien, passt. Die auch noch aufheben. Sind auf jeden Fall sehr wichtig für... Revolver-Ammo? Ich hab einen Revolver. Nice. Ey, Stucky, beruhig dich bitte. I wasn't about to open the door, as long as I was liable to catch an axe with my forehead. One stone. You can see the sights and keep those cholesterol levels down. Same time. Aber der dafür Quatsch. Call help. Ich warte die ganze Zeit und dabei müsst ihr eigentlich nur das Telefon benutzen. Yes. Bright Falls Sheriff Station. Home there. Hello? Ja, soviel zu dem Thema. Aus da! Alan! Raus! Raus, 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 raus. Der wollte uns einfach über den Abgrund schicken mit dem ganzen Haus. Stucky, du bist so ein Penner.